In meinem ausführlichen Video zu Nvidia Shield TV habe ich bereits kurz über Rush Rally 3 gesprochen. Denn ich habe auf der Shield und auch auf anderen Android-Geräten bereits eine Menge Zeit in dieses fantastische Rally-Spiel gesteckt. Und nun ist Rush Rally 3 auch auf Switch zu haben. Und bevor die ersten meckern, ja, Rush Rally 3 ist wieder ein Port eines Mobile Games. Aber wenn ich euch sage, dass das Spiel nur 15 Euro kostet, von einer einzigen Person entwickelt wurde und mit der Konkurrenz in Sachen Rally Sports den Boden aufwischt, dann solltet ihr als Rally-Fans spätestens hier die Ohren spitzen. Bisher mussten wir Rally-Fans uns mit dem soliden V-Rally 4 und dem eher mäßigen WRC 8 auf Switch zufrieden geben. Und nun kommt ein einzelner Entwickler daher und spendiert uns mit Rush Rally 3 ein Spiel, das nur so vor Content und Einstellungsmöglichkeiten platzt. Aber Steven Brown, so der Name des Entwicklers, ist kein Unbekannter im Racing-Genre. So hat er unter anderem bereits an dem grandiosen Split Second mitgearbeitet. Aber gut, kommen wir mal nun zum Inhalt von Rush Rally 3. Hier erhaltet ihr sehr viel Content für euer Geld. Angefangen bei einem Karrieremodus, der aus 4 Meisterschaften besteht, die sich in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gliedern. Es geht los mit der Junior-Meisterschaft, wo ihr euch einen Wagen kaufen müsst und damit genregetreu verschiedene Rallye-Etappen quer über die Weltkugel absolviert. Ob nun Deutschland, Kanada, Finnland, England, Mexiko oder Schweden. Jedes der 6 Länder kommt mit eigenen Herausforderungen wie etwa Wetterbedingungen oder verschiedenen Untergründen daher. Zwischen den Rennen könnt ihr mit eurem Preisgeld an eurem Wagen schrauben und so mehr Leistung im Wettbewerb generieren, die euch einen Platz auf dem Treppchen sichert. Egal ob nun neue Lackierungen, neue Reifen oder wirklich leistungsabhängiges Tuning. Die gebotenen Möglichkeiten bieten genug Spielraum für alle Racing-Fans, was man bei so einem Spiel nicht unbedingt erwarten würde. Top! Neben der Karriere könnt ihr auch Einzelrallyes oder Einzeletappen fahren, euch im Rallycross gegen 7 computergesteuerte Gegner austoben, an wöchentlichen Live-Events mit hunderten Spielern aus aller Welt parallel teilnehmen oder euch an den Herausforderungen versuchen, die euch mit verschiedenen Bedingungen konfrontieren, wie etwa der Aufgabe, Verkehr bei einer Strecke auszuweichen. Ihr merkt, als Solo-Gamer habt ihr ordentlich zu tun, aber auch Mehrspielerfreunde kommen auf ihre Kosten. Zwar fehlt ein waschechter Online-Multiplayer, was wirklich schade ist, aber dafür erhalten wir LAN-Multiplayer und das mit Crossplay. Heißt also, dass ihr nicht nur auf verschiedenen Switch-Geräten, sondern auch auf Android- und iOS-Plattformen gegeneinander antreten könnt, sofern ihr im selben Raum seid. Sehr, sehr cool. Aber gut, kommen wir zum Wesentlichen. Wie spielt sich Rush Rally 3? Die Antwort? Sehr gut. Das Handling der Vehikel ist je nach Modell unterschiedlich und das Fahrgefühl auf den verschiedenen Strecken schön arcadig, ohne dass es zu arcadig ist. Wir haben es hier mit keinem Sega Rally zu tun, keine Sorge. Ein Dirt Rally ist es zwar auch nicht, was den Anspruch angeht, aber es spielt sich deutlich angenehmer, flüssiger und direkter als V-Rally 4 oder WRC 8 auf Switch. Ich vergleiche es gerne mit den 4 Dirt Games, die es auf anderen Konsolen gibt und die ebenfalls einen Hauch Arcade-Touch haben. Absolut positiv ist, dass Rush Rally 3 in 60 FPS auf der Switch läuft, was man im Spielgeschehen dankend wahrnimmt, da ihr zu jeder Zeit die volle Kontrolle über euren Wagen habt. Und wenn ihr dennoch einen Fehler macht und kostbare Zeit verlierst, den Kurs neu starten müsst, so ist das auf euch und nicht auf das Spiel zurückzuführen. Eine Rückspulfunktion wie bei den eben genannten Dirt Games gibt es hier nicht. Was es aber gibt, sind satte 6 verschiedene Kameraperspektiven. Neben der obligatorischen hinteren Heckansicht habt ihr die Wahl aus einer kurzen Heckansicht, einer Stoßstangenansicht, einer Motorhaubenansicht, einer Cockpitansicht und dieser hier, eine Helikopteransicht, die ich sehr, sehr geil finde und die ich von nun an in mehr Rennspielen und vor allem Rallye-Spielen sehen möchte. Diese Helikopteransicht hat mir in so manchem Nachtrennen den Arsch gerettet, da ich so die Strecke vor mir viel deutlicher erkennen konnte. Sehr, sehr cool. Ihr merkt meine Begeisterung. Rush Rally 3 spielt sich super, bietet unglaublich viel Content für den verlangten Preis und sieht auch wirklich sehr gut aus, wie ihr hoffentlich inzwischen bemerkt habt. Im Docked-Modus läuft das Rallye-Spiel in knackscharfen 1080p, wobei die Auflösung im Handheld-Modus erwartungsgemäß auf 720p zurückfällt.
Dabei erwarten euch auch noch schöne Fahrzeugmodelle, auch wenn hier keine Lizenzen an Bord sind. Die Wagen gleichen aber den Originalvehikeln, sodass Kenner hier schnell die Marke wiedererkennen, auch ohne Logo. Ähnlich hat es Burnout damals ja auch schon gemacht. Die 80 unterschiedlichen Kurse warten alle mit tollen Streckendesigns auf. Wälder, Berge, Wüsten, Schneelandschaften, verregnete Bergketten, hier findet ihr alles, was ein Rallye-Game an Kursen haben muss. Verschiedene Wettereffekte wie Regen, Stürme oder Schnee inklusive. Anfänger können Fahrhilfen wie die Ideallinie oder Bremshilfe dazuschalten, Veteranen fahren natürlich ohne. Und an dieser Stelle muss ich es noch einmal betonen, Rush Rally 3 wurde nur von einer einzelnen Person entwickelt, was ich selbst einfach unglaublich finde, wenn man sich hier die Qualität des Spiels ansieht. Man merkt, was alles mit Herzblut und Leidenschaft möglich ist. Viele andere Entwicklerteams können sich hier eine dicke Scheibe von abschneiden. Und natürlich bei allen Lobeshymnen, Rush Rally 3 ist nicht perfekt. So sieht das geschulte Auge hier und dort Pop-ups in weiter Ferne und auch die Schatten bauen sich auf, wobei das hier bei weitem nicht so schlimm ist wie bei V-Rally 4. Dazu tut der fehlende Online-Multiplayer schon weh. Aber alles andere ist einfach zu gut, um es unerwähnt oder ungelobt zu lassen. Hey, wir bekommen sogar verschiedene Grafikoptionen, wie ich es sonst nur von PC-Spielen kenne. Hier können wir die Auflösung, den Detailgrad, Anti-Aliasing einstellen, zwischen 30 und 60 Frames wählen und sogar die Steuerung anpassen, Touchscreen-Steuerung inklusive. Ihr merkt es bereits, ich kann Rush Rally 3 allen Rallye- und Rennspielfans nur ans Herz legen. Die 15 Euro sind hier verdammt gut investiert. Nicht nur, dass ihr ein rundes Rennspielerlebnis bekommt, nein, ihr unterstützt damit auch einen passionierten Entwickler, der bereits einen Patch in der Mache hat, der HD Rumble und GameCube Controller Support mitbringt, der euch die Nutzung analoger Schultertasten wie bei Grid Autosport ermöglicht. Ich kann das gar nicht erwarten. Viel falsch machen könnt ihr hier also wahrlich nicht. Und damit sei erstmal alles gesagt zu Rush Rally 3. Ich hoffe, dass dieses Video viele von euch da draußen erreicht und Rush Rally 3 so einer großen Zuschauerschaft näher bringt. Verdient hat es das Spiel allemal. Jetzt freue ich mich natürlich auf eure Meinung zu dem Spiel. Habt ihr es vielleicht schon gekauft und spielt fleißig? Dann teilt gerne eure Eindrücke in den Kommentaren. Ich bin erst einmal weg, hoffe, dass euch das Video gefallen hat und freue mich über ein Like und ein Abo, falls nicht schon geschehen. Kommt gut rein ins neue Jahr, wir sehen uns hoffentlich 2020 wieder. Bis dahin, guten Rutsch, bleibt gesund, adios, euer Andi.